Hallo meine Lieben, ja, ich habe Zeit, ja, für euch, ne, zum wieder eine neue Orakel zu drehen für Ostern, ja. Und Orakel heißt Piu Piu, das habe ich selber den Namen erfunden. Da ich als ich klein war, habe ich einen Trickfilm, ja, immer wieder gesehen, Fernsehen, und diese kleine Hühner da hat Piu Piu geheißt. Ja? Also es heißt immer noch Piu Piu. Und deswegen, es geht um Ostern, und dann deswegen habe ich gesagt, so, ich mache ein Orakel. Und Name ist Piu Piu Ostern. Ja? Ostern 2020. Was ist da dabei? Ja? Jetzt hier ist eine Linie, ja, Engelslinie. Was wollen die Engels dir sagen? Da kannst du hier eine Stapel auswählen. Zuerst Engel oder Eule, ja? Kannst Engel oder Eule, welche dich mehr anzieht. Dann gibt es hier drei Stapel, kannst du eine auswählen, ja, oder so, oder zwei. Was Botschaft, wenn du hier dabei bist, dich energetisch anzieht. Und hier ist nochmals eine Reihe, also drei Stapel in der Reihe Eule. Ja? Zuerst hier wählen, Engel oder Eule, und dann hier die Stapel wählen, die euch energetisch anzieht. Okay? Dann beginnen wir. Ja, ich mache zuerst, warte, ich mache zuerst das da. Das zieht mir an hier, dass ich das muss oben machen. Dann beginnen wir, ja. Vers. Ich muss besser. Entschuldigung, ich muss besser sitzen. Irgendwie bin ich noch nicht in der guten Position für Mischen. Ja, noch gibt es ja. So. Voilà. Da bleiben. Osten-Orakel 2020. Was möchte die Engel uns sagen? Wie hat sich gezeigt? Welche Botschaft hast du deine Kinder? Dankeschön. Was möchte die Energie? Danke. Hier ist zwei gekommen. Was möchtest du deinem Kind mitteilen? Liebe Engelchen. So. Dann kommen wir zur Reihe Eule. Orakel Piu Piu. Ostern 2020. Was möchtet ihr uns mitteilen? Dankeschön. Was möchte die Engel uns mitteilen? Die hat sich gezeigt. Die hat sich gezeigt. Noch eine Karte. Ja. Die hat sich gezeigt. Was gibt es für Botschaften uns für Ostern? So.
danke schön. Die springen. Hoppla, danke, 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 danke. Das ist als erstes gekommen. Okay. Mit Lemon. Mischen. Bisschen mischen. Okay. Das ist zuerst gekommen, da kommt da, da kommt da. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Am Schluss für jeden Stapel mache ich noch eine Liebesbotschaft. Das darf ja nicht fehlen, ja? Über die Liebe. Aber am Schluss, ja? Zuerst schauen wir, was die Engel, ja, für Botschaft für Ostern, das ist ein Ostern-Orakel, für uns zu sagen hat. Ja? Mhm. Noch ein bisschen Zeit. Okay, dann beginne ich, ja? Was hast du da hier? Lass Schuldgefühle los. Erster Stapel. Engelsbotschaft hier. Wenn du dir gestattest, dein Licht hell strahlen zu lassen, inspirierst du damit andere. Vergib dir selbst für das, was du deiner Meinung nach getan oder nicht getan hast. Und vertraue darauf, dass Gott dich bedingungslos liebt, so wie du bist. Lerne aus vergangenen Fehlern und wachse, anstatt dich selbst deswegen zu schelten. Ja? Lass Schuldgefühle los. Ja, und habe auch Verständnis, wenn jemand dich das angetan hat. Ja? Das ist auch Vergebungsenergie. Ja? Und anerkennen, dass alles einen Sinn dahinter hat. Okay? Es kann sein, ja, dass du einen Neubeginn möchtest, ja, im Berufswelt. Ja? Und auf irgendwelche Art, so merke ich das. Ja, hat es nicht geklappt. Dann denkst du und denkst du nach, ja, war mein Fehler oder sollte ich anders machen? Du hast diese Schuldgefühle, ja. Und ich möchte hier wegen diesem Neubeginn, ja. Und anderes Szenario ist, dass du alles hinter dir lässt. Es ist eine Reise für dich, ja. Und du kommst in deine Stabilität, indem du vorwärts gehst. Das ist ein anderes Szenario. Nimm diese Szenarien für dich in deine Situation, was ich jetzt hier rede. Es ist leider eine allgemeine Legung. Es gibt verschiedene Szenarien. Nimm, spicke daraus,
welche Szenarien und welche Botschaft für dich relevant ist, ja? Und du kommst zu deiner Stabilität, ja? Egal, ob es nur Beruf oder Finanz oder Geld oder Zukunft, ja? Diese Reise, ja? Du hast es verstanden, dass es Vergangenes nicht geklappt hat und jetzt machst du diese Reise. Ja, kann auch sein, dass du unsicher bist wie ein Neubeginn im Ausland. Kann ich nicht ausschließen. Ja? Und sei neugierig auf deinen Weg. So viel dazu. Ja? Schuldgefühl, dass es nicht geklappt hat, muss es nicht sein. Das muss nicht mal direkt mit dir zu tun haben, aber du hast diese Kreuz an, ich merke an der Schulter, die dich schwer macht. Ja, und ein Neubeginn. Ich ziehe hier noch eine Karte. Ich merke, ich muss noch eine Antwort von den Engels haben. Dann nehme ich Dori Virtue. Entschuldigung. Die Karten sind so. Hier, dieser Neubeginn. Was hat die Engels noch für dich zu sagen in dieser Position, diese Stapel? Das ist eine von den ersten Kartendecks hier. Antwort der Engels. Glaube ich, habe alle Karten hier. Ja. Okay, was haben die Engels noch zu sagen zu dieser Situation? Wow, Liebesbeziehung, ja? Du willst jemanden kennenlernen, ja? Und wegen der Liebe beginnst du neu in eine andere Stadt oder in eine andere im Ausland, ja? Und schließe mit Altes ab, ja? Es kommt Stabilität in dein Neubeginn. Ja, und die Liebe wird dich eine Wende machen in dein Leben. Ja? Und handle. Ja? Und ich kann nicht ausschließen, ja, weil hier Ausland steht, dass diese Reise in Ausland geht. Okay? Oder in eine andere Stadt. Du beginnst von neu wegen Liebesangelegenheit, wegen jemand in dein Leben, die es kommt. Okay? Stapel Nummer 2, was hast du da? Dankbarkeitsliste. Okay. Innere Stärke, Träume, Schlaf. Ja, du träumst. Und du, weil das Hauptperson ist oder jemanden, kann Frau und Mann repräsentieren, ja, ist in Transformation. Ja. Du oder jemand in deinem Umfeld ist in Transformation. Ja. Dankbarkeit für das, was du bereits hast, hilft dir, in deinem Herzen verankert zu sein, diese Stärke. Anstatt deinen Geist auf Sorge und Ängste zu fixieren, für was und wen bist du in diesem Moment dankbar? Halte deinen Fokus weiterhin auf Dankbarkeit gerichtet. Und du wirst die ungeheure Großzügigkeit des Universums entdecken. Meine Liebe, du, ich merke hier, entweder dass du, wo du guckst, ob ein Mann oder Frau, du bist in Transformationsphase und sei dankbar für alles, was du schon geschafft hast im Leben. Du fokussierst dich, so merke ich, ja, du fokussierst dich nur aufs Negative. Was hat nicht geklappt? Warum ging das nicht los? Warum ist das, warum bin ich diesen Weg gegangen? Du fragst dich zu viel und fokussierst dich auf negativ. Fokussierst dich auf das, was du schon geschafft hast. Ja? Was du schon erreicht hast. Und fokussiere vorwärts in deinem Leben. Zukunft. Ja? Innere Stärke. Ja? Und träume über deine Zukunft, über deine Ziele. Ja? Das ist ganz wichtig für dich. Ja? Und ich nehme noch eine Karte hier, was die Engel, ich möchte sagen, ja, über diese Situation. Was möchten Sie dir noch sagen? Ja. Was haben Sie noch für Antwort für dich? Stapel Nummer 2, Engelsreihe.
Perfektes Timing, wow. Perfektes Timing, das habe ich ja gespürt, ja. Vorwärts zu gehen, Zukunftsziele, Zukunftspläne zu haben und dankbar sein, was du schon erreicht hast im Leben. Fokussiere dich auf die positive Seite, auf Energie, gute Energie. Ja? Das ist die Botschaft. Hier sind zwei Karten gekommen, Stapel Nummer 3, was hast du hier? Macht des Gebetes. Fokussiere dich auf deine Prioritäten. Übergib diese Situation Gott, damit er sie heilt. Und sei offen für Wunder, die unendlichen Ressourcen. Liebe und Antworten des Himmels warten auf deine Gebete. Sorge dafür, der göttlichen Führung zu folgen, die du als Antwort auf deine Gebete empfängst. Fokussiere dich auf deine Prioritäten. Alles, worauf du deinen Fokus richtest, wird das entsprechende Resultat bringen. Deine Prioritäten rufen dich, was ein Gefühl der Angst hervorrufen kann, sofern du ihnen nicht die Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, die sie und du verdienen. Selbst eine kurze Zeitspanne, die du deinen Prioritäten widmest, wird dir helfen, dich besser und selbstsicher zu fühlen. Also, Gebet bringen Antwort, ja, und heilt die Situation. Auf was denn? Erkenntnisse. Erkenntnisse, jemand kommt auf dich zu, ein sehr guter Mensch, loyaler Mensch, treuer Mensch, kommt auf dich zu. Ja, du willst diese jemand kennenlernen, du kennst diese jemand schon, die wie ein wahrer Freund ist, die dich unterstützt in diese Sachen. Ja, aber du siehst den Sinn der Sache nicht. Ja, schau die Situation mit einem anderen Blickwinkel. Ja, Blickwinkel, ja. Sei neugierig, Entfaltung, du bist in Entfaltungsenergie, ja? Und dieser Mensch, der wird dich unterstützt, aber du siehst noch nicht den Sinn der Sache da hinten, ja? Das Buch, ja? Du fragst dich, wo führt das alles hin? Alles gibt Sinn jetzt in dein Leben, meine Liebe, ja? So merke ich das, ja? Und was sagen die Engels noch dazu, zu dieser Situation? Engelsreihe, dritte Stapel. Ja? Was haben die Engels noch Antwort aus dieser Situation? Ja? Was sagen sie dir noch? Was möchten sie dir noch sagen? Wow, mein Gott, ist das stimmig. Schau mal, ich habe gesagt, dieser wahre Freund, ja? Dieser Mensch wird dich unterstützen. Du siehst noch nicht klar. Hilfreiche Personen. Siehst du? Freund? Jemand, der dich hilft. Ist das genug für die Kamera? Schau mal, wie das Universum hier bestätigt mir diese Karte. Ja, kommt da los. Das ist das. Hilfreiche Personen kommt in diese Situation, dich zu helfen. Wow, was möchte man da noch sagen? Ja? Das ist ein Crash-Moment für deine Kartenlegerin, wie die Karten schmelzen miteinander, trotz verschiedener Kartendecks. Ja? Ich tue alles, alle meine Videos, ja? Mische ich die Karten vor eure Augen. Ja? Das ist eine Bestätigung. Danke, danke, liebes Universum, für die guten Karten. So, Eule, ja, Eule. Erster Stapel, was hast du hier? Geisttier. Ich danke dir, Tierreich, dass ich meinen Weg mit Liebe segnet. Wow. Vereinigung, Heilung, Befestigung,